Westminster Palace, London, 8. Juni 1982, Staatsbesuch. Der Chef der westlichen Führungsmacht, US-Präsident Ronald Reagan, macht in England Station. Ein Gipfeltreffen mit Papst Johannes Paul II. Hat er gerade hinter sich. Im englischen Parlament erläutert Reagan die Grundzüge der westlichen Politik. Für Osteuropa sagt der amerikanische Präsident explosionsartige Unruhen voraus. Mit Blick auf Polen spricht er von einer großen revolutionären Krise. Das Ende des Sowjetimperiums kündigt er an. Leninwerft in Danzig. Polen ist Reagans Modell. Die antikommunistische Gewerkschaftsbewegung Solidarność zeigt Wirkung. Im Sommer 1982 herrscht in Polen das Kriegsrecht. Solidarność ist eng mit der katholischen Kirche Polens verbunden und erhält Unterstützung von vielen Seiten, vor allem aus dem Vatikan. Der Vatikan in Rom. Der polnische Papst ist Partner von Solidarność und von Reagan. Dieser Papst wird die Welt verändern, sagt Reagan. Die Vatikanbank unterstützt die polnische Gewerkschaft, zusammen mit der Banco Ambrosiano. Die Banco Ambrosiano in Mailand. Ihr Chef, Roberto Calvi, wird der Bankier Gottes genannt. Seine Bank ist die finanzielle Drehscheibe für die Weltpolitik des Papstes. Am 17. Juni 1982 entlässt der Vorstand der Bank seinen Chef Calvi. In der Kasse ist ein Riesenloch. Die Brücke der Schwarzen Mönche, Blackfriars Bridge in London. Hier wird der Mailänder Bankier am 18. Juni 1982 erhängt aufgefunden. Vor Gericht wollte er die Vatikanfinanzierung für Solidarność offenlegen. Die Killer sind dem zuvorgekommen. Just behind me, there was scaffolding in those days, 16 years ago. They were repainting the bridge. And a young bank clerk. Unmittelbar hinter mir befand sich damals, vor 17 Jahren, das Gerüst für die Malerarbeiten an der Brücke. Ein junger Bankangestellter kam auf dem Weg zur Arbeit morgens hier vorbei. Er bemerkte ein Stück Seil, das am Gerüst hing. Dann schaute er runter und sah, dass am Seilende ein männlicher Körper hing. In einem Anzug, der ziemlich nass war. Aufgeschreckt ging er zur Polizei und meldete, an der Brücke hängt eine Leiche am Seil. Die Polizisten kamen dann per Boot, schnitten das Seil ab und fanden eine ziemlich teuer gekleidete Leiche mit einem Pass auf den Namen Calvini in der Tasche. Daraufhin fragten sie in der italienischen Botschaft nach, wisst ihr was über einen gewissen Calvini? Tatsächlich war da jemand, der schon einmal etwas von Roberto Calvi gehört hatte, einen Bankier, der ein paar Tage zuvor in Italien verschwunden war. Und er dachte, vielleicht ist er das. Er kam vorbei, warf nur einen kurzen Blick auf die Leiche und wusste, das ist der Bankier. Ich bin seit 40 Jahren Gerichtsmediziner. Einen so grotesken Selbstmord habe ich noch nie gesehen, bei dem die Person sich erhängt und gleichzeitig ins Wasser geht. Und so könnte es gewesen sein. Mord, der wie Selbstmord aussehen soll. Dieses Video, im Auftrage eines italienischen Gerichts gedreht, stellt den mutmaßlichen Ablauf des nächtlichen Geschehens im Detail nach. Zeit, Ort und Umstände sind mit der Todesnacht identisch. Die Mörder bringen den betäubten Calvi von der Flussseite zur Brücke und hängen den Körper mit einer Schlinge um den Hals an das Gerüst. Calvi wird von seinem eigenen Gewicht erdrosselt. Das Foto des toten Bankiers geht um die Welt. Der Tatverdächtig, seine letzten Begleiter. Die Anklage wirft mir vor, einer der Mörder von Roberto Calvi zu sein. Darauf zu antworten ist mir schon innerlich zuwider. Und überhaupt, zuerst möchte ich doch gefälligst einmal wissen, ob Calvi nun ermordet wurde oder nicht doch Selbstmord begangen hat.
Ich halte Selbstmord als Erklärung der Todesursache für völlig inakzeptabel. Allein schon wegen der Schwierigkeiten, die Calvi gehabt hätte, den Punkt zu erreichen, wo seine Leiche aufgehängt gefunden wurde. Aber auch wegen der Absurdität, sich im Wasser zu erhängen. Vor allem aber wies die Leiche Calvis keinerlei typische Verletzungen im Halswirbelbereich auf. Bänder, Muskeln oder Knochen, alles war ganz normal und in regulärem Zustand. Das aber ist ganz unmöglich bei jemandem, dessen Körper vom Fixpunkt des Seils bis zum Stopp angeblich einen Fallweg von 1,5 Metern zurückgelegt hat. Was mir bei der Autopsie dann besonders auffiel, waren zwei Hautabschürfungen im Bereich der Wangenknochen. Der Doppelstrang des Seils an Calvis Hals. Das Seil muss ihm unvermittelt von hinten über den Kopf gestreift worden sein. Ganz so, als ob eine Person, die direkt hinter Calvi gestanden haben muss, die Schlinge dann überraschend zuzieht. Ganz so wie in einer Art Würgegriff. Das Ende des berühmten Bankiers liegt bis heute im Dunkeln. Sein Leben stand im Scheinwerferlicht. Roberto Calvi war Chef der größten Privatbank Italiens, der katholischen Banco Ambrosiano in Mailand. Schon seit den 70er Jahren pflegt Calvi enge Geschäftsbeziehungen mit dem Chef der Vatikanbank, Monsignore Paul Marcinkus. Die Partner schauen nicht nur auf die Profite, es geht ihnen vor allem um Politik. Ihr Handeln orientiert sich an den Wünschen des Papstes. Johannes Paul II. Ist ein politischer Papst, der in das Geschehen der Welt eingreift. Für mich war Roberto Calvi ein Bankier, der einen Pakt mit dem Teufel hatte, der Mafia. Mein Vater hatte aus eigener Kraft Karriere gemacht. Er war in der Bank bis an die Spitze aufgestiegen. Das war seine Stärke, aber auch seine Schwäche. Denn deshalb war es ihm unmöglich, Bündnisse außerhalb der Bank zu schließen. Roberto Calvi war ein sehr scheuer Mensch, besessen von Verschwörungen. Roberto Calvi war ein gerissener, schlauer Mann, der fest davon überzeugt war, die Dinge und die Menschen im Griff zu haben. So etwas wie eine italienische, oder noch besser gesagt eine Mailänder Variante von Superman. Roberto Calvi war ein sehr fähiger, bedeutender Mann, der nur das Pech hatte zu verlieren. Kein Verlierer, Calvis Partner im Vatikan, Monsignore Paul Marcinkus. Marcinkus in seiner Art war viel simpler, als es Calvi je war. Er war ehrgeizig und er war jung, als er den Job bekam. Und er wollte dem Papst gefallen. Für mich war Erzbischof Marcinkus ein Priester, der einen Pakt mit zwei Teufeln hatte. Einen mit der Mafia, den anderen mit Roberto Calvi. Marcinkus war ein höchst energiegeladener Mann, der aber auch sehr arrogant auftrat, eben nicht gerade ein Freund feiner Manieren. Paul Marcinkus war wohl der unglaublichste Gottesmann, den ich je kennengelernt habe. Er war 1,90 groß, ein extrovertierter Lebemann und sah überhaupt nicht besonders gläubig aus. Er rauchte Zigarren, genoss seine Macht im Vatikan, hatte jedoch wenig Ahnung von Bankgeschäften. Er war tatsächlich der Leibwächter des Papstes, jemand, den ich nie ganz verstanden habe, aber ein ganz unglaublicher Typ. Der Vatikan, ein Kleinstaat mitten in der Hauptstadt Italiens gelegen. Ein Staat im Staate, unter der alleinigen Herrschaft des Oberhauptes der katholischen Kirche. Die unverzichtbare Drehscheibe für die Geschäfte von Marcinkus und Calvi. Die Bank dieses Vatikanstaates
heißt damals wie heute Institut für religiöse Werke, IOR. Dem Chef der Vatikanbank, Monsignore Marcinkus, hatte der polnische Papst eine Aufgabe gestellt: Geld für die Expansionsstrategie der Kirche vor allem in Polen zu organisieren. Und das schnell und viel. Der Vatikanbankier fand die Lösung. Im Bündnis mit dem Chef der größten katholischen Bank Italiens, Roberto Calvi. Freie Fahrt für einen Riesenbetrug. Marcinkus stellte den Finanzplatz Vatikan zur Verfügung, mitten in Italien und doch außerhalb der italienischen Gesetze. Eine einmalige Konstellation. Und Calvi? Calvi brachte die Fertigkeiten des Finanziers, Erfahrung im internationalen Bankengeschäft, in die Allianz mit dem Heiligen Stuhl ein. Ein Joint Venture, das jahrelang reibungslos funktionierte. Die Rolle von Marcinkus war ganz entscheidend für den Betrug, und zwar von Anfang an. Seine Deckung sorgte nämlich dafür, dass das, was Calvi mit dem Ambrosiano-Geld wirklich machte, verborgen blieb. Von Calvi war es sicher sehr clever, Gelder über die Vatikanbank ins Ausland zu schleusen. Der Vatikan war eben eine ausländische Bank, wo italienische Bankbestimmungen nicht greifen konnten. Aber eigentlich war es der Vatikan, der eine Menge Gewinn machte, weil Calvi auch höhere Gebühren zahlte, sodass der eigentliche Nutznießer am Ende der Vatikan war. Zum Beispiel konnte die Cisalpine Bank, eine Tochterfirma der Ambrosiano Bank auf den Bahamas, dem Vatikan Geld leihen. In der Bilanz der Vatikanbank sah es dann jedenfalls so aus, als hätte sie das Geld bekommen. Die Vatikanbank gab dieses Geld dann an verschiedene Briefkastenfirmen weiter. Firmen, die Calvi überall, etwa in Panama, gegründet hatte. Das war das geheime Netzwerk des Geldtransfers. So blieben die Endempfänger des Geldes verborgen. Die Firmen von Calvi und Marcinkus im Ausland dienten keineswegs nur normalen Bankgeschäften. Sie bildeten das Mittel und die Tarnkappe für die politischen Aktivitäten, die Calvi und Marcinkus gemeinsam verfolgten. Marcinkus genießt das volle Vertrauen des Papstes, den er nicht nur auf Reisen schützt und stützt. Schließlich erhält der Papst von Marcinkus die finanziellen Mittel für seinen Kreuzzug im Osten. Besonders um Polen geht es ihm, wo die Lage ab Frühjahr 1981 für Solidarność immer kritischer wird. Da geschieht etwas Dramatisches. Roberto Calvi wird verhaftet. In Mailand kommt er vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, die Devisengesetze verletzt zu haben. Italiens Bankenaufsicht unter Mario Sarcinelli hat bei Calvi in die Bücher geschaut und Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Verglichen mit der wirklichen Lage hatten die Prüfer damals so gut wie noch gar nichts entdeckt. Dennoch, das Auge des Fiskus war nun auf die dubiosen Auslandsoperationen der Ambrosiano Bank gefallen. Calvi war in höchster Not. Jederzeit konnten nun die Konten entdeckt werden, über die er heimlich ein Finanzimperium in Italien zusammengekauft hatte. Die gleichen Konten, über die der Vatikan seine geheimen Osttransfers abwickelte. Calvi wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt, kam aber bis zur Berufungsverhandlung wieder frei. Jetzt musste gehandelt werden, sollte die Bank nicht untergehen und wollte der Vatikan nicht mit in den Abgrund stürzen. Mein Vater hatte nun den Plan, die Briefkastenfirmen in Panama, die vom Vatikan kontrolliert wurden, wieder nach Italien zurückzubringen, um sie hier über verschiedene Fusionen wieder unter die direkte Aufsicht der Banco Ambrosiano zu bekommen. Die Strategie von Roberto Calvi hatte vor allem in einem Punkt bestanden: Herr seiner selbst zu werden, Herr der Banco Ambrosiano. Ein Großteil der verschwundenen Gelder ist deswegen dafür ausgegeben worden, die Aktien der eigenen Bank zu kaufen. Die Macht oder besser das erpresserische Potenzial, das der Bankier Calvi auch nach dem Devisenprozess noch besaß, konnte man sehr wohl daran ermessen, dass er trotz seiner Verurteilung nicht in der Versenkung verschwand. Im Gegenteil, Calvi blieb gesellschaftlich weiterhin oben auf und versuchte sich als Bankier wieder fest zu etablieren.
Roberto Calvi war nach seinem Gefängnisaufenthalt nicht mehr derselbe. Er wirkte eingeschüchtert, ängstlich. Die Haft hatte doch tiefe Spuren hinterlassen. All das alarmierte Marcinkus. Und als Calvi zu ihm kam, sagte Marcinkus, ich möchte aussteigen. Und dann verlangte Marcinkus noch rund 300 Millionen Dollar von Calvi. To get out would cost Calvi around 250 to 300 million dollars, which he would have to pay to the IOR. Calvi sagte nur, ich habe das Geld jetzt nicht. Marcinkus bot ein Jahr Frist an. Calvi ging darauf ein, verlangte aber als Gegenleistung von Marcinkus eine offizielle Rückendeckung durch den Vatikan, sonst könnte er das Geld nicht auftreiben. Und er bekam von Marcinkus diese Rückendeckung, in Form der Patronagebriefe, die aber eben zeitlich befristet waren. Sie liefen am 30. Juni 1982 aus, ein sehr wichtiger Umstand. Calvi lief jetzt ganz einfach die Zeit davon. Eine Frist von einem Jahr hatte Marcinkus ihm gesetzt, um die Schieflage der Konten zu korrigieren. Auf der einen Seite drängten die Inspektoren in seine Ambrosiano-Bank, auf der anderen drohte Marcinkus. Doch das Hauptproblem der Mailänder Bank, die Kredite an die Briefkastenfirmen des Vatikans, das konnte Calvi gar nicht lösen. Denn diese Gelder waren ja längst ausgegeben, fast alle für politische Zwecke, innerhalb wie außerhalb Italiens. Calvi steckte tief drin in den politischen Angelegenheiten Italiens, aber nicht nur in denen. Denn über die Vatikanbank war er auch an der Unterstützung der antikommunistischen Oppositionsbewegungen, vor allem im Osten, beteiligt. Denken wir doch nur an die vorzüglichen Beziehungen, die die Vatikanbank zur Solidarność hatte, dank der Vermittlung von Calvis Banco Ambrosiano, eine geheime Unterstützung, deren Kanäle oft unbekannt blieben und nur sehr viel später und nur in einzelnen Fällen überhaupt ans Tageslicht gekommen sind. Meiner Ansicht nach hat die Vatikanbank und Marcinkus die ausländischen Firmen der Banco Ambrosiano, also die Geldkanäle, die Calvi der Vatikanbank zur Verfügung gestellt hatte, zu politischen Zwecken eingesetzt. Um Solidarność das Überleben zu garantieren. Solidarność del sindacato libero polacco. È del tutto credibile che vi fosse. Es ist mehr als glaubwürdig, dass es im Rahmen einer globalen Strategie eine direkte Allianz zwischen den USA und dem Vatikan gab, mit dem Ziel, den Kommunismus einzudämmen und zurückzudrängen. Besonders unter Reagan hatte die USA das ja zum Kernziel einer sehr aggressiven Politik gemacht. Von einer Allianz weiß ich nichts. Vielleicht weiß Haig ja was. Aber es gab eine Konvergenz der Ziele. Wir waren in sehr engem Kontakt mit dem Vatikan in der Polenfrage, eine Sache von besonderem Interesse. Wir hatten beide das gleiche Interesse, also brauchten wir gar keine Allianz. Es gab keine Unterschiede, was die Hauptziele betrifft, zwischen Papst und Reagan. Es gab keine. Die beiden Männer haben sich gut verstanden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Vatikan und den USA, zwischen dem Papst und Reagan, war der entscheidende Faktor für die Befreiung Polens und den Zusammenbruch des sowjetischen Regimes. Und Solidarność sollte, und hat sich im Laufe der Geschichte gezeigt, dass das war so, sollte eben diese Stoßtrupp sein, in Bemühungen, die gezielt waren, dieses System zugrunde zu bringen. Und das gelang. Als dieser Papst gewählt worden war, da sagte ich nur, das ist der Anfang vom Ende. Ein Mann des Ostens kennt sie besser als jeder von uns aus dem Westen. Wenn ich an diese Lage zurückdenke, dann kann ich nur eines feststellen. Dieser Papst mit seiner Persönlichkeit erbrachte den wichtigsten Anteil am Sieg. Und wenn wir uns heute alle auf die Schultern klopfen,
dann gebührt dem Vatikan, dem Papst, die größte Anerkennung. When we pat ourselves on the back, we have to include a major pat on the back for the Vatican and the Pope. Papst Johannes Paul II. Ist immer dabei, wenn in Polen die Räder stillstehen. Das Bündnis zwischen der katholischen Kirche und der antikommunistischen Solidarność ist eng. Priester gehen auf der Linienwerft ein und aus. Sie lesen die Messe, nehmen an Ort und Stelle die Beichte ab und teilen die Kommunion an die Streikenden aus. Der Arbeitsplatz wird zum Gotteshaus. Henryk Jankowski hat bei all dem eine zentrale Rolle. Er ist der Erste, der auf der Linienwerft die Messe zelebriert. Gewerkschaftsführer Waleser und Prälat Jankowski sind damals nahezu unzertrennlich. Beide gehören der gleichen Kirchengemeinde an. Jankowski ist Walesers Beichtvater. In der Situation, in der sich Polen damals befand, wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass der Papst seine eigenen Nächsten, seine armen, gequälten Landsleute, die im Gefängnis saßen oder interniert worden, im Stich gelassen hätte. Er hat alles unterstützt, was dem Ausbau der Kirche diente. Wenn man Kriege führen will, muss man Geld dafür haben. Wenn man sie fortsetzen will, braucht man ebenfalls Geld. Und wenn man einen Krieg gewinnen will, braucht man noch mehr Geld. Es besteht kein Zweifel, dass neben einer moralischen und politischen Hilfe der Papst oder Vatikan war auch eingewickelt in eine finanzielle Hilfe. Solidarność bekam etwa Faxgeräte und andere Sachen, die sie vorher nicht hatten. Die begriffen schon, dass das nicht vom Himmel fiel, jedenfalls nicht direkt. Das war kein Problem, Dollars nach Polen zu schicken. Das Geld kam direkt aus dem Büro des Papstes, organisiert von seinem persönlichen Sekretär Monsignore Dziwicz, und kam von Pilgern. Es waren hunderte von Priestern, Reisende nach Vatikan, und niemand, kein Zollamt in Polen konnte dort gucken, was er hat in einem Koffer. Mein Gott, das wäre so eine Gescherei, das konnte man sich nicht vorstellen. Der Vatikan gab Solidarność auf den verschiedensten Wegen Geld. Da gab es sehr viele offizielle katholische Spender, aber auch sehr viele Wohlfahrtsverbände, die Geld gaben. Sogar Kriminelle, die mit der Vatikanbank in Kontakt waren, meinten, dass man es durchaus schätzen würde, wenn auch sie spendeten. Es gibt keine Dokumente. Kein Zweifel kann daran bestehen, dass Roberto Calvi, einer der großen Diebe unseres Jahrhunderts, Solidarność Millionen von gestohlenen Dollar gespendet hat. Warum er das tat? Um sich lieb Kind zu machen. Vielleicht, wenn Sie forschen dort im Vatikan, Sie werden jemanden finden, der wird Ihnen etwas sagen, auch nicht alles. Aber das ist alles. One important liaison, for example, is Wanda Gavronska. Eines der wichtigsten Verbindungsglieder ist Wanda Gavronska. Sie kommt aus einer bekannten polnischen Familie und lebte seit Kriegsende in Italien. Frau Gavronska hatte viele Verbindungen zu Polen und aß regelmäßig mit dem Papst zu Abend. Regularly and happened to meet Roberto Calvi at a social function. And einmal traf sie Roberto Calvi bei einem Empfang. Als Calvi begriff, wen er da vor sich hatte, zog er einen Umschlag mit 100.000 Dollar aus der Tasche und gab ihn ihr als Spende für Solidarność. Vor Gericht im Devisenprozess gegen meinen Vater drohte jeden Augenblick die Bombe zu platzen. Dann wäre nämlich herausgekommen, dass das Geld, das aus der Banco Ambrosiano verschwunden war, in Briefkastenfirmen gelandet war, die der Vatikan kontrollierte. Attraverso cui transitavano
Und es wäre herausgekommen, dass ein wichtiger Teil dieser Gelder dazu verwendet worden war, die polnische Gewerkschaft und die anderen Aktivitäten der Kirche im Osten zu finanzieren. Auch nach Ausrufung des Kriegsrechts lässt der Papst Polen nicht im Stich. Als Wojtyla 1983 zum zweiten Male Polen besucht, ist Solidarność immer noch verboten. Trotzdem zeichnet sich der Sieg über den Kommunismus bereits ab. Das historische Ereignis, der Kniefall des polnischen Arbeiterführers vor seinem Papst. Das sind die Helden der freien Welt, die gerade dabei sind, den Kommunismus aus den Angeln zu heben. Waleser weiß, was er der Kirche verdankt. Ohne die offene politische Hilfe und die heimlichen Geldspritzen aus dem Vatikan hätte Solidarność die kommunistischen Machthaber nie herausfordern können. Roberto Calvi. Nach der Verurteilung im Devisenprozess fühlt er sich vom Vatikan sitzen gelassen, verraten. Er habe doch alles für den Papst getan, beschwert sich Calvi bei Freunden. Calvi schreibt einen Brief an den Papst. Heiligkeit, schreibt er, Sie sind die letzte Hoffnung. Er verweist auf seine Geldlieferungen für Polen und beschreibt die Katastrophe, wenn seine Bank zusammenbreche. Es ist ein Erpresserbrief, in dem er droht, alles offen zu legen, für den Fall, dass der Vatikan ihm nicht aus der Klemme helfe. Aber der Papst antwortet nicht. 12 Tage später ist Calvi tot. Das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe, das war im Januar 82. Er hatte gerade eine sehr lange Anhörung vor einer parlamentarischen Untersuchungskommission durchstehen müssen. Alle waren schon weggegangen, die Abgeordneten und die Journalisten. Er war alleine zurückgeblieben auf diesem menschenleeren Platz von Montecitorio, allein mit seinem Anwalt und seiner Aktentasche. Und da machte er auf mich den Eindruck eines Menschen in völliger Einsamkeit, in den allergrößten Schwierigkeiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass mein Vater ermordet wurde. Bei all seinen Kontakten mit uns in den letzten Tagen war er nämlich immer bester Laune gewesen. Und er war auch voller Zuversicht, die Vorwürfe gegen ihn entkräften und seine Bank aus der Krise führen zu können. Difendersi dalle pressioni che subiva dal mondo politico quanto ristrutturare il banco. Gegen Ende seines Lebens griff er zu extremen Sicherheitsmaßnahmen, ging nirgendwo hin ohne Leibwächter. Das war im Italien der damaligen Zeit an und für sich nichts Ungewöhnliches. Es gab Terrorismus, Entführungen, aber Calvi war wirklich extrem sicherheitsbedürftig. Ich erinnere mich daran, ihn einmal in der Bank besucht zu haben. Um den Lift zur Direktionsetage zu benutzen, brauchte man 3 verschiedene Schlüssel. Dann kam man auf einer Zwischenetage an, wo ein weiterer Lift mit nochmals 3 Schlüsseln wartete. Oben angekommen, holte ein Wachmann einen dann aus dem Lift. Ich glaube, er war besessen von der Angst um sein Leben. Francesco Pazienza, ein Mann der Geheimdienste. Calvi vertraut sich ihm an, weil er Sicherheit und gute Kontakte zur Politik verspricht. Pazienza bekommt dafür viel Geld, genauso wie sein direkter Nachfolger in der Rolle als Beschützer und Kontaktemacher, der sardische Geschäftsmann Flavio Carboni. Carboni, ein Mann mit guten Beziehungen zu Kardinälen, Spitzenpolitikern und zu Unterweltbossen. In den letzten Monaten vertraute sich Calvi halbseidenen Geschäftemachern an, den sogenannten Facendieri. Zuerst ist es Pazienza, dann ab Sommer 1981 Flavio Carboni. Dieser besondere Typus von Leuten bezeichnet einen Personenkreis, der halblegale Geschäfte macht. Oft auch direkt mit der Mafia. Carboni war ein Verbindungsglied zwischen der politischen Ebene und der organisierten Kriminalität. Er machte es möglich, dass Politiker Befehle an die Mafia weiterleiten konnten, ohne sich selbst zu exponieren. Solche Kontakte liefen über Carboni. Roberto Calvi hatte ich kennengelernt, weil ihn mir ein gewisser Francesco Pazienza vorgestellt hat. Er kannte ihn offenkundig schon vor mir.
Das geschah in Sardinien, an Bord meiner Yacht. In Sardegna, sul bordo della mia barca. Teure Schiffe, exklusive Domizile an den feinsten Adressen des Landes. Das war das Ambiente, in dem Leute wie Pazienza und Carboni wie die Fische im Wasser schwammen. Sie waren keineswegs uneigennützige Helfer in der Not. Zum einen wurden sie fürstlich entlohnt, alleine Carboni erhielt rund 20 Millionen Dollar von Calvi. Zum anderen aber sollten sie Calvi auch unter Kontrolle halten. Denn nach dem Devisenprozess war Calvi nicht mehr derselbe. Er hatte keinen Pass mehr, redete zu viel, hatte Momente der Panik. Die Angst ging um, in Washington wie in Rom. Würde Calvi den Mund halten? Und was tun, wenn er das Schweigen brach? Ich habe Flavio Carboni erst nach dem Mord kennengelernt. Er schien mir offen gesagt nicht ganz richtig im Kopf, aber seine Rolle in der Geschichte ist ziemlich klar. Er ist Sarde, hatte Verbindungen zur Mafia, war ein windiger Geschäftsmann. Er hatte die Finger überall drin, im Business, in der Politik. Er konnte Türen öffnen. Er begleitete Calvi in den letzten Lebensmonaten. Last months of his life. Però non v'è dubbio che Zuerst hatte der Vatikan seine schützende Hand von diesem Bankier zurückgezogen. An einen direkten Mordauftrag mag ich in diesem Zusammenhang aber nicht denken. Und gleich danach ist das Kommando freie Bahn von Seiten der Geheimdienste gekommen. È giunto un nulla osta e un nulla osta di questo tipo a mio avviso parte dai servizi segreti. Calvi wollte ins Ausland gehen, weil er dort sein Geld und seine Freunde, Bankiers hatte, die ihm hätten Kredite geben können. Er konnte doch nicht als illegaler Grenzgänger dorthin gelangen, ohne Pass, das sagte er bis zuletzt. Doch er musste unbedingt ins Ausland gehen. Die Gruppe um Carbone hatte in London eine feste kriminelle Basis, die durchaus in der Lage war, einen Mord zu organisieren. Die Flucht Calvis aus Italien wird von Flavio Carboni organisiert. Carboni beschafft Calvi, der ja seit seiner Verurteilung keinen Pass mehr hatte, ein gefälschtes Reisedokument. Ein Schmuggler bringt Calvi über Jugoslawien nach Klagenfurt in Kärnten. Von dort sollte es den ursprünglichen Reiseplänen Calvis nach weiter in die Schweiz gehen. In Schweizer Banktresoren lagen einige 100 Millionen Dollar, an die Calvi unbedingt heran musste. Genug Geld, um die Liquiditätskrise der Bank zu überwinden. Immer dabei auf der ganzen Flucht eine Aktentasche prall gefüllt mit geheimen Dokumenten. Papiere, die die Ostaktivitäten des Vatikans offenbart hätten. Politisches Dynamit. Am Tag vor der Abreise fand ich einen sehr beunruhigten Calvi vor. Es waren Gerüchte im Umlauf, die von einer neuen Anklageerhebung gegen ihn sprachen. Das machte ihn sichtlich nervös. Doch wenn er auf die bevorstehende Reise zu sprechen kam, nannte er sie keineswegs eine Flucht, sondern eine geplante Ausreise und er redete von einer Wiedereinreise. Mein Vater hatte eine Verabredung mit meiner Schwester in Zürich. Nachdem aber dann sein Verschwinden aus Italien am Wochenende nach der Flucht plötzlich allgemein bekannt geworden war, änderte er seine Pläne. Er fährt zwar noch mit dem Auto an die österreichisch-schweizerische Grenze, entscheidet sich dann aber dazu, doch nicht in die Schweiz einzureisen. Er wird nämlich von Carboni überredet, nach London zu fliegen. Alles spielt sich in den letzten Stunden von Calvis Leben ab. Als er nämlich von Flavio Carboni nach London gebracht und dort von Carboni allein gelassen wird. Obwohl selber in London, vermeidet er es absolut, mit Calvi persönlich zusammenzutreffen. Denn zu diesem Zeitpunkt stehen die Killer schon bereit. Leute aus der römischen Unterwelt, von der Banda della Magliana. Die letzte Etappe der Flucht. Der Flug von Innsbruck nach London.
Calvi, der ja eigentlich gar nicht nach London wollte, hat die Hoffnung auf eine Rettung der Bank noch nicht aufgegeben. In London möchte er Geschäftspartner treffen, Gelder loseisen, Schuldner beruhigen. Calvi ist entsetzt über das Hotel, das wiederum Carboni organisiert hat. Es sei ein Laden, in dem er seine Geschäftspartner nicht empfangen könne. Es ist das Chelsea Cloisters, ein Residenzhotel ohne Rezeption und Kontrolle über Ein- und Ausgänge. Ein sehr wichtiger Umstand, wie sich erweisen wird. Calvi kam in London an und ging in dieses Hotel. Und das war dann leider mein Ruin. Denn wäre Calvi nicht in genau dieses Hotel gegangen, hätte ich auch nicht nach London nachfliegen müssen. Aber dann beschwerte sich Calvi bei mir am Telefon. Was hast du nur gemacht? Du hast mich in eine miese Absteige mit lauter Schwarzen bringen lassen. Also das war die klassische Bananenschale, auf der bin ich dann ausgerutscht. Das Chelsea Cloisters, ein Hotel ohne Empfang und Eingangskontrolle. Auch die Killer finden Calvi nicht auf Anhieb, sondern klopfen, weil Calvi einmal das Zimmer gewechselt hat, versehentlich an der falschen Tür. Es klopfte und zwei recht hübsche Italiener standen an der Tür. Ich fragte, kann ich Ihnen helfen? Und sie sagten, oh no, scusate. Und ich sagte, Sie sprechen Italienisch? Mein Italienisch ist wahrscheinlich nicht gut, und sie entschuldigten sich und gingen dann weg. Carboni kennt die Mörder meines Vaters. Dann beschlossen mein Freund und ich noch auf einen Drink in eine Bar zu gehen. Als wir zum Lift kamen, trafen wir da auf die beiden jungen Kerle von vorher, zusammen mit einem älteren Mann. Ich sagte zu meinem Freund, das sind doch die beiden von vorhin. Als wir dann runterkamen und an die Hintertür gingen, sahen wir, dass dort eine ziemlich große Limousine auf sie wartete, mit der sie dann wegfuhren. Das ist das letzte Mal, dass Calvi lebend gesehen wird, als er in Begleitung zweier junger Italiener im Lift abwärts fährt und das Chelsea Cloisters verlässt. Roberto Calvi hat noch 3 Stunden zu leben. Den Hergang des Mordes rekonstruiert die Staatsanwaltschaft Rom später so. Calvi wird von den zwei Männern, die Coomber gesehen hat, vermutlich Auftragskiller der römischen Mafia, an die Themse gebracht. Dort steigen Calvi und seine Mörder auf ein kleines Boot um. Die Mörder haben Calvi wohl weisgemacht, er solle per Schiff außer Landes gebracht werden. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Während der Bootsfahrt wird Calvi von hinten bewusstlos gewürgt. Das Boot hält unter der Themsebrücke der Blackfriars an. Die Täter knüpfen den Bewusstlosen am Gerüst auf und lassen den Körper ins Wasser gleiten. Der Tod tritt nach wenigen Minuten ein. Am Morgen wird die Leiche dann gefunden. Mein Vater hatte immer ausdrücklich gesagt, dass er im Berufungsprozess, der ja wenige Tage nach seinem Tod begonnen hätte, die wahren Hintergründe des Finanzlochs, also die Verwicklung des Vatikans, enthüllen wollte. Er wollte sagen, dass es die Auslandsfirmen des Vatikans waren, die das Geld genommen hatten, das der Banco Ambrosiano fehlte. Gelder, die der Vatikan eben für seine Aktivitäten im Osten ausgegeben hatte. Ich denke, Calvi wollte die Vatikanbank erpressen. Entweder regelt ihr die Dinge so, wie ich will, oder ich packe vor der Kommission aus. Der Tod Roberto Calvis ist ein politischer Mord. Der Mord ist nämlich geschehen, um Roberto Calvi zum Schweigen zu bringen. Niemals hätte er erzählen dürfen, was er wusste, wie Machtpolitik damals nicht nur in Italien, sondern in der ganzen Welt insgeheim betrieben wurde. Ohne diese Zustimmung aus politischen Kreisen wäre der Mord deshalb nie geschehen. Der Fall Roberto Calvi ist meines Erachtens ein politischer Mord. Und das hat zur logischen Konsequenz, dass es mehrere Auftraggeber, mehrere verantwortliche Ebenen gegeben haben muss.
Der Befehl zu einem politischen Mord braucht immer das Okay von mehreren Seiten. Die Amerikaner mussten verhindern, dass in dem nahenden Berufungsprozess die heimliche Unterstützung des Vatikans in den östlichen Ländern ans Tageslicht kommen würde. In der italienischen Justiz hat es enorme Widerstände gegen die Eröffnung eines Verfahrens in der Mordsache Roberto Calvi gegeben. Denn wo es einen politischen Mord gibt, haben wir neben dem Killer auch einen Auftraggeber. Das aber führt direkt in die politische Sphäre und die wollte niemand näher untersuchen. Die Beerdigung von Roberto Calvi in Drezzo bei Mailand. 17 Jahre sind seitdem vergangen. Dreimal schon wurde der Leichnam Calvis obduziert, zweimal schon 1982, gleich nach dem Tode. Zuerst in London, dann in Mailand. Eine dritte Obduktion fand 1998 statt. An Calvis Körper wurden weitere Verletzungsspuren festgestellt. An den Handgelenken, den Knöcheln und am Kopf. Die Indizien für eine Ermordung Calvis verdichten sich. Aber wichtige Details liegen noch im Dunkeln. Es gibt sehr wenig Geheimnisse. Ja? Und es ist sehr schwer behauptet, dass ein Geheimnis bleibt Geheimnis. Aber es ist nur eine Institution, ich bin der Meinung, die wirklich, wenn etwas geheim halten will, das macht sie und das ist das Vatikan. Was in Rom begann, endet auch hier. Gegen Flavio Carboni und andere könnte bald der Prozess eröffnet werden. Wegen Mordes an Roberto Calvi, dem Bankier Gottes. Es kann sein, dass es dann ein Urteil für einen Killer gibt. Für die Auftraggeber des Mordes ist kein Gerichtstag in Sicht.